haben heute mit Teller von Sinnen Oliver Welke, Barbara Schöneberg, Alf Schmidt und Bernhard Hohlke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ach, mal, mir ist was runtergefallen. So. Also nochmal, schön, dass Sie da sind. Fröhliche Ostern allerseits. Heute ist Ostern. Keine Eierwitze, bitte. Nein. Gibt es eigentlich nicht normale Osterlieder? Ja. Dann mal los. Ei, verporten. Häschen in der Grube saß und schlief. Das ist ein Osterlied. Ja. Das ist ein Hasenlied. Da kam der Schießmeister mit dem Schießgewehr. Und der hat die ganz gestohlen. Ja, so da kam der Meister mit dem Schießgewehr. Herr Kapitän. Ja. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ja. Es gibt viele Osterlieder. Ja. Ja. Oli, wir fahren im Puppen. Ich hab's. Es ist mir wieder eingefallen. Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase. Das gibt's, oder? Ja. Ich kenne alles. Alfredo Dokus Quack. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Er ist doch manchmal traurig, so abgetippt. Dann ist der Fußball traurig. Du hast gefragt, Hugo. Ja. Jetzt bist du wieder dran. Ich suche Osterlieder, nicht einfach nur... Eine Ente, die liegt da auch... Eier. Meine Damen und Herren, wenn Sie... Ja, dann sagt man, dann sing jetzt noch was über den Schnabeligel. Ruhe jetzt. Was machen wir heute eigentlich? Wir machen eine speziell Ostergeniale Nenten. Meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause jetzt sich zurücklehnen, die Augen schließen, stellen Sie sich einfach vor, unser Studio ist osterlich geschmückt. Was heißt denn jetzt osterlich? Das heißt, längst vergangene Fragen entstehen wieder auf. Nein. Wir haben nicht spezielle Osterfragen. Es ist heute gerade auch für mich ein Tag wie jeder andere auch. Zufällig ist Ostern, aber na gut. Aber es läuft alles wie gehabt. Genau. Ihr seid intelligent. Natürlich. Ich habe mir heute mal Kompanie mitgebracht, Herr Balder. Wer ist das denn wieder? Ich weiß noch nicht, wer er ist. Ich weiß nur auch Folgendes. Wenn Sie wieder mein Lieblingsgesicht 2008 machen, ja, dann habe ich etwas Schönes, was ich anschauen kann. Wir können ihn aber auch gerne als Osterelch heute benutzen. Ja. Osterelch. Na lieb, dann fangen wir einfach an. Ne? Hm? Mal gucken, was heute so rauskommt bei euch, wie ihr so drauf seid und was so passiert und überhaupt und generell. Nicht wahr? Okay. Vor. Hauptsache, es werden keine Lieder gesungen. Fangen wir an. Also gut, wir gehen nach Österreich. Dort wohnt Robert Steiner. Er wohnt in Graz. Und Robert Steiner möchte wissen, was sind Sitzpfeifen? Sitzpfeifen. Wir sitzen. Fünf ja. Sitzpfeifen. Sechs. Ja. Mit einer Oberpfeife. Die Frage also ist ja dann, wie immer, gibt es auch Stehpfeifen? Oder Hängpfeifen. Oder Hängpfeifen. Oder Liegepfeifen. Ja. Oder hat es etwas mit Flatulenzen zu tun? Sind das die kleinen... Wir sind sehr früh jetzt für Flatulenzen. Die man nicht hört. Silent. Ja, die man im Sitzen so... Silent. Die man im Sitzen so rauslässt und so kleine Pfeifgeräusche macht. Hör mal, die hörst du nicht. Da habe ich letztens im Zug gesessen. Ich habe mich lange gefragt, wo kommt das her? Bis ich den Mann vor mir gesehen, der macht immer... So, und da wussten wir alle, ach, der Mann, der vorne auf dem Viererplatz ist. Es gibt ja ein Buch, ein wissenschaftliches Buch, das Buch der Furze. Gibt's wirklich? Haben Sie mir geschenkt? Ist kein Quatsch. Ja, Warburg Consulensis, der nasse gelbe Färber. Nein, ich lüge, hat glaube ich, der Lou Richter, der Conny geschenkt, weil meine Frau liebt zum Beispiel auch Witze über Pupse. Da kann ich nicht tagelang drüber wegschmeißen. Auch ein herrliches Thema. Auch ein schönes Osterthema. Absolut. Ja. So, haben wir die Frage richtig beantwortet? So, nächste Frage. So, Kinder, wo die jetzt bei den Furzen sind, gehen wir raus und suchen die Ostereier. So. Könnte es was mit der Orgel in der Kirche zu tun haben? Ja, natürlich. Mit der Orgel Sitzpfeifen. Also Sitzpfeifen sind die Pfeifen, die geknickt sind. Die also so, wo dann der Ton um die Ecke muss. Wo... Die durch Sitzen zu erreichen sind mit den Pedalen. Sehr gut. Oder mit den, sehr gut. Sind wir in der Musik? Nein. Sind wir nicht? Ja, wir sind in der Musik. Nein, wir sind nicht in der Musik. Nein, in gar keinem Fall. Na, was wenn jetzt? Wir jetzt in Niemals. Österreich sind, sind wir dann vielleicht bei Sesselliften? Vielleicht gibt es bestimmte Alarmtöne in Sesselliften, Sitzpfeifen, wenn der... Bevor man rausfällt.
schön. Die sagt, ja genau, das ist so ein Lautsprecher, genau. Der sagt, ja. Jetzt. Und das hörst du noch, wie es über dir verschwindet. Er wollte uns doch die kleine Musikhilfe geben. Das habt ihr abgewürgt. Ihr habt es abgewürgt. Ich wollte was sagen. Es aber ist doch Sie wollten sagen, wir sind nicht in der Musik, Alter. Das wollte ich sagen. Ja, das ist ja schon eine Hilfe. Dann sind wir in der Jägerei und es geht darum, dass man auf dem Ansitz im Prinzip auf morgen Ansitz? Oder Abend ansitzt, Hochzeit, wo man, nee, Ansitz ja, ist, ist die Tätigkeit, so, ja? Dass man da vielleicht eine bestimmte Pfeife benutzt, um wild anzulocken. Zum Beispiel kennt man das ja aus der KitKat-Werbung, dieses Have a Break, Have a KitKat, diese Entenpfeifen. Der Jäger an sich hat ja viele Locktöne parat. Willst du den Elch jetzt zeigen? Das könnte ich sehr gerne thematisch mal eben machen. Ist das richtig? Nein, das ist falsch, glaube ich. In Österreich gibt es ja auch Polizisten, Schutzmann, wie man da wahrscheinlich noch sagt, die den Verkehr regeln, auch mit einer Pfeife. Manche machen das im Stehen, andere sitzen dabei auf so einem Hochsitz und die werden von ihren Kollegen Sitzpfeifen genannt. Ja, finde ich gut. Ich würde aufpassen, hinter euch irgendwo sitzt ein Gast aus Österreich. Also ein Österreicher? Das gibt's schon nicht. Sind Sie auch eine Pfeife? Wir sind beim Auto. Es hat nicht unbedingt etwas mit Österreich zu tun. Nee, die Frage kommt von Robert Stein aus Graz, aber es ist trotzdem... Es ist ein... Jetzt. Du unterbrichst mich nicht, ich bin verwirrt. Im Auto. Man muss sich anschnallen. Entschuldigung. Ich dachte, du wärst krank oder hättest... Nee, ich hab nichts. Nee, mach weiter. Pass auf. Soll ich nochmal? Fang mal an. Ist es im Auto? Im Auto. Das muss und zwar, man muss sich anschnallen, wenn man das nicht tut, dann macht es bing, 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 bing. Ganz neu machen hier. Aber das ist eher eine Sitzbimmel. Also sind wir im Auto? Nein. Doch. Ja. Natürlich sind wir im Auto. Sitzpfeifen. Es hat also etwas mit den Autositzen in einem Kraftfahrzeug zu tun. Ja. Taxi. Sitzkontakt. Wenn dann einer sitzt, dann zählt die Uhr mit, dann weiß die genau Bescheid. Und wenn keiner sitzt, dann nicht. Und es pfeift in der Station. Oh, da hat sich einer hingesetzt. Was? Der Taxifahrer hat doch Augen, der sieht doch, wenn sich einer bei ihm hinsetzt. Der könnte aber schummeln, der könnte sagen, nein, ich habe niemanden gefahren, schwarz in die Tasche und deswegen haben die Sitzkontakt. Ich weiß so, Leute, jetzt kommt hier mal mein Vorschlag. Aber ich habe das mit dem Jetzt kommt mein Vorschlag. Oh, du bist so dumm. Ich habe Auto gesagt. Und mein Vorschlag... Das macht mich auch ganz wuschig, Herr Hohen. Was ist Dominanz. Was mich interessieren würde, wann kommt denn dein Vorschlag? Bei der Sitzpfeife handelt es sich um das Steuergerät der elektronischen Sitzverstellung, die aussieht wie eine Pfeife und die man bewegen kann. Du hast total recht, dieser Hebel, weil ich wollte nämlich auch sagen, ich würde nämlich auch sagen, es hat nämlich nichts. Ja, jetzt würdest du es auch sagen. Nee, ich wollte auf die Rückenlehne. Aber ich wollte das auch sagen. Die Rückenlehne ist doch auch, also wie ist eine Pfeife geformt? Die ist sozusagen, ja oben hat sie so eine Schnecke und verjüngt sich nach unten, so wie so eine Cello-Schnecke oder so. Und das findet man ja auch in der Architektur des Sitzes wieder sozusagen. Richtig. Also die Nackenrolle, die sich nach unten hin verjüngt in die Rückenlehne hinein. Ich möchte mal auf das Thema von Herrn Hohe dazu sprechen. Ja, mir doch ganz es egal, handelt sich dabei möchtest. Um die, um die zur Steuerung. Man braucht die Sitzpfeife zur Steuerung des Sitzes. Ja. Ich würde jetzt hier zwei mögliche, also die Nachfrage lässt mich vermuten, dass mein erster Vorschlag nicht hundertprozentig in die Richtung ging, sondern vielleicht völlig daneben lag. Bei der Sitzpfeife handelt es sich um die handbetriebene Sitzverstellung. Gibt es noch eine Möglichkeit? Ein behindertengerecht umgebautes Auto, wo Menschen anhand von Pfeifen den Sitzen Kommandos geben können. Ja, nein. Wir sind bei der Sitzverstellung. Ja, na, nicht so bei richtig. Der Einstellung des Sitzes. So, ob der jetzt sind eher wir links bei der oder Sitzheizung, rechts ist. Sitzung, Herr Balder? Sind wir beim Fensterheber? Ist die Sitz. Es hat doch gar das, sah ihn jetzt, das sah ihm sehr ähnlich. Ist die Sitzpfeife vielleicht eine Lüftung? Bezeichnet man. Wo? Im Sitz drin. Also nicht im Sitz. Vor dem Sitz. Nein. Unterm Sitz. Sind doch diese Visums. Nein. Neben dem Sitz. Nein. Über dem Sitz. Nein. Im Sitz. Nein. Also nicht auf dem Sitz, nicht neben dem Sitz, nicht unter dem Sitz, nicht vor dem Sitz. 3 Kilometer vom Sitz entfernt. Nicht und Fenster, nicht hinter dem Sitz. Jetzt Nein. gehen mir gerade die Dimensionen aus. Ja, sind wir vielleicht keine Heizung. In einem Paralleluniversum? Klimaanlage, also wenn man, Herr Bader? Bitte? Klimaanlage? Nein. Aber können wir kurz bitte festhalten, dass eine Pfeife aussieht wie ein Föhn? Das schreiben wir ins Protokoll. Ich zeig's euch. Ich zeig euch jetzt, was Sitzpfeifen sind. Wieso, wir waren noch ganz kurz davor. Nein, ihr seid meilenweit entfernt. Findet man in jedem edlen Oldtimer und neuerdings auch wieder in den Nobelkarossen von heute. Hä?
Tja, Herr Balber. Ja, jetzt müsste man wissen, wo man es hält, ne? Wie war das damals mit den Autos? Dünne Röhren, die das Sitz- und Rückenpolster durchziehen, sind extra abgesteppt, werden heutzutage mit synthetischer Watte befüllt, erhöht die Sitzbequemlichkeit und die Haltbarkeit der Polster. Sitzpfeifen deswegen, weil diese Röhren im Autositz wie Tabakspfeifen gestopft werden, mit einer Art Pfeifenstopfer. Die werden gestopft wie eine Pfeife und diese Sitze, die man früher hatte, die 1908 geboren sind, wissen das vielleicht auch noch. Aber wann wurden denn diese Sachen zuletzt hergestellt? Und wieso erhöht es die Haltbarkeit? Weil der Sitz dann, wenn man sich ist aufsetzt, dass der Stoff nicht so auseinandergerissen wird. Haltbarer und bequemer. Und diese Dinge heißen Sitzpfeifen. Robert Stein aus Graz, 500 Euro. So, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir mal nach Aachen. Da waren wir lange nicht mehr. Aachen? Ja. Jutta Quasten wohnt in Aachen. Jutta, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie heute am Ostersamstag uns zuschauen. Dann mit Ihrer ganzen Familie. Mit meinem lieben Schatz Urlaub. Richtig, Sie fahren ja Jahresurlaub in Aachen. Erzähle ich euch dann nach der Sendung. Schöne Idee. Ja. Ihr kommt rum. Die kommen rum. Da soll es toll sein im Juni, was man so hört. Wir kriegen auch Karten aus Aachen. Ja, ich habe versprochen, es gibt Postkarten. Ja. Aus Aachen. Auch? Ja. Wenn ich deine Adresse habe, lieber Schatz. Sag sie doch jetzt. Die geben wir gleich durch. Wenn es dir so wichtig ist. Ne? Sonst nicht. So, Jutta Quasten möchte wissen, was versteht man unter einer verlorenen Spitze? Eine verlorene Spitze, da sind wir in der Klöppelei. In der wem? In der Spitzenklöppelei. Hieß das nicht Klöppelei? Ja, wenn man Spitzenklöppler gab es doch. Ja. Die Spitzenklöpplerin, ist das nicht sogar ein Buch? Ja. Nee, du meinst die Perlen. Ich meine die Spitzenklöpplerin. Also ich bin... bei einer verlorenen Spitze in dem Klöppeln von Spitzenkrägelchen oder von Deckchen oder Gardinen. Und wenn die Klöpplerin die Spitze von der Häkelnadel oder was, wo immer man auch mit klöppelt, verliert, ist das die verlorene Spitze. Sehe ich anders. Ich glaube, es ist ein Begriff aus dem Fußball. Man nennt ja auch den Stürmer manchmal die Spitze, es gibt die hängende Spitze und dann gibt es halt so Spitzen, die gar nichts reißen. Also eine Zeit lang war Kevin Kurani eine verlorene Spitze, zum Beispiel. Ja. Also einer, der so hin und her rennt im Strafraum und sich verirrt hat. Nicht mehr weiß, wo er ist. Die Spitze ist weg. Was mache ich hier beruflich? Genau. Ja. So. Seht ihr beim Gletscherkalben? Ja, der Meteorologe oder so. Ja. Bei wem sind wir? Beim Gletscherkalben. Wenn Gletscher, das sind wir noch Kalben, ne, Herr Holker? Ja, wenn Gletscher so abgehen. Sag nur nicht so auf Kalben, sonst versucht er große zu melken. Ja. Naja, jedenfalls war ein schöner Berg, hatte mal eine schöne Spitze. Ja. Und bei dem ganzen Gletschergeschmelze. Ist sie weg. Sind die Gletscher weg und dann ist die Spitze von dem Berg weg und das ist eine verlorene Spitze. Ist immer im Rauch. Es gibt doch diese Rauchspitzen. Wenn man die verloren hat, Spitze weg. Dann so. Ich würde sagen, wir sind in der Demografie, Demoskopie und beschäftigen uns mit der Alterspyramide. Und wir haben uns ja ein bisschen von der Alterspyramide, also oben wenig Alte, unten sehr viele Junge, hinentwickelt zum Tannenbaum, der eben viele, so also weniger Junge und sehr viel mehr Alte. Und da sozusagen geht fehlt uns jetzt Geht bei dir ein um. Tannenbaum so? Nee. Ja, also nein, es geht mir so, da gibt es so einen Knick, wo doch die Kriegs, sozusagen die Kriegs... Also wie sagt man, Toten, also ich jetzt. Da geht es hier so rein und dann nochmal so raus und dann kommt der Pillenknick und so, deswegen gab es so einen Tannenbaum. Und wir entwickeln uns aber mehr zu etwas, oben viele und unten wenige, deswegen fehlt oben die Spitze, also keine Pyramidenform mehr, verlorene Spitze, meine Antwort. Aber ich finde Statistik gut, die verlorene Spitze, das, in der Statistik werden Extremwerte herausgenommen, weil sie den statistischen Mittelwert verzerren. Ja. Die verlorene Spitze ist das, was Ralf Schmitz mit dem Tisch macht, hier, diese Spitze, die ist... Sehen wir vielleicht bei einer Speise, denn es gibt ja auch verlorene Eier. Das zum Thema Ostern. Es gibt auch rostige Ritter. Rostige Ritter. Ja. Und, wenn der rostige Ritter seinen Speer verloren hat, dann ist es die sogenannte so kocht verlorene die Oma Spitze. Oma von Ritter Rost. Wollten wir denn das sehen, die Klasse für heute? Warum bin ich so fröhlich? Ja. Bin ausgesprochen fröhlich. Also bleiben wir mal beim Thema verlorene Spitze. Sport, war denn Sport überhaupt richtig? Es könnte ja auch beim Radsport sein. War denn Sport richtig? Nein, Sport war nicht. Freizeit und Abenteuer. Freizeit und Abenteuer. Nein. Ist verlorene Spitze, ist das vielleicht eine nette Umschreibung des großen Verlustes von Herrn Rosenthal, der da nicht mehr Spitze rufen konnte? Er hat aber gerufen, das war Spitze. Ja. Das war, ja, die ist jetzt weg. Die verlorene, ein das Stück ein, meiner Kindheit ist damit gegangen. Ja. Kann das ich war nur einen Spitze. Platz haben? Wir sind auch kaputt. Mach das ganz. Verlorene Spitze. Ja, verlorene Spitze. Eine Spitze. Ja. Spitze. Ist Spitze. Das ein, ja, eine verlorene Spitze. Man muss es nur oft genug sagen. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Verlorene
Haben wir Sport schon ausgeschlossen? Ja. Ach, dann sage ich es besser nicht. Ah, es ist ein Insekt. Es könnte ein Insekt sein. Brokkoli. Nee, eine Pflanze. Das klingt für mich total nach einer Brokkoli. Pflanze. Brokkoli ist kein Insekt. Nein. Das sagen doch. Sie. Die, doch, doch, doch. Die verlorene Spitze. Aber aus Brokkoli der würde mit dem anderen Thema wieder gut. Mach weiter, bitte mach weiter. Bitte mach doch weiter. Das war jetzt sehr lustig von Herrn Welke. War sehr leider zu schüchtern, nur zu mir wisperte. Mit dem Thema wurde wieder die Buchse der Pandora geöffnet. Fantastisch. Wenn einer mit Furzwitzen anfängt, ist der Tag gerettet. Ja. Ich glaube, die verlorene Spitze ist eine Pflanze. Sie kommt aus der Familie der Pfeilgewächse. Und gehört zur Gattung der Jäger. Und die Pfeilgewächse. Und es ist eine, Was sind denn Pfeilgewächse? Das sind Pflanzenarten, die sehr lange, aber doch spitze Blätter haben. Und die zur Befruchtung, ja, zum Beispiel die verlorene Spitze. Eine Juckerpalme. Oder so Fikus. Zum Beispiel. Ich hatte ja nie einen grünen Daumen. Verdorrte Juckerpalmen pflasterten meinen Lebensweg. Das nur ganz am Rande. Ja. Ich fand das nicht schlecht mit dem Sport. Sind wir bei einer militärischen Strategie, bei einer Spitze von einer Formation, Asterix und Obelix, Legionen, verlorene Spitze? Militär. Ja. Militär ist nicht schlecht. Im Sinne von, für eine andere Frage. Richtig. Ja. Ja. Und was ist mit der Fliegerei? Auch Fliegerei? Die Fliegerei. Also was ist da? Wenn Propeller, man ein Manöver fliegt oder so, dass es immer einen gibt, der sozusagen die Spitze bildet. Und wenn der die weg ist? Schweifen hinten so aus. Schuhe. Ich glaube, wir sind in der... Oh. Ich habe einfach was gesagt und das ist richtig, das kann nicht sein. Nein. Ich bin in der Medizin. Schuhe, ich dachte von die Spitze, die dann abgeht oder so. Beim Schuh. Warum soll die abgehen? Ja, so weil sie kaputt ist, mein Gott. Ich bin in der Medizin. Die verlorene Spitze ist eine sehr schmerzhafte Impfung, weil der Arzt die Nadel abbrechen lässt. Nadel, also. Nein, das ist es doch bei der OP. Herr Doktor, tut's weh in deinen Kungs, was ganz stumpf. Wie war's denn heute? Ich hatte eine verlorene Spitze, ansonsten war's gut. Vielleicht sehen es diese ganzen verhunzten Schönheitsoperationen von Michael Jackson. Weil ich meine, der hat doch seine Nasenspitze schon mehr als 30 Mal verloren. Ich glaube, das ist. Warum machen Sie jetzt so? Warum haben Sie so gemacht? Ich sage nichts. Es ist Medizin. Es ist nämlich ein Druckfehler. Ich darf nichts sagen, sonst wird Jutta böse. Dann mach es pantomimisch vor. Ey, wir sind nämlich doch in der Medizin. Es ist nämlich ein Druckfehler. Das ist gar nicht die verlorene Spitze, es ist die verlorene Spritze. Nein. Nein, nein, aber es hat so, aufgemacht, zugemacht. Wo ist die Spitze? Oh Gott. Zack, dann muss man wieder aufmachen. Schönheitschirurgie oder Schminken zu tun? Ich hatte nur Angst. Schminken. Schönheitschirurgie oder Schminken? Lass die Finger. War das richtige Wissens? Was ist es denn dann da? Ja, nee, ich meine, ist die Richtung denn richtig? Medizin? Medizin, sind wir bei Medizin? Ich darf nicht so viel sagen. Nein, nein, okay, aber Sie können doch sagen, wenn ich frage, Schönheitschirurgie, ja oder nein? Ja, es hat nichts mit Schönheitschirurgie zu tun. Das müssen Sie auch, pass auf, verlorene Spitze. Wenn Sie jetzt so ein Theater machen, wollen Sie mich entweder wieder quälen oder Sie dürfen nichts sagen. Ich will Sie gar nicht. Pass auf, dann rede ich jetzt wirklich mal bei einer verlorenen Spitze über das Profil eines Menschen. Viele junge Mädchen, ist mir egal, beschweren sich ja über zu lange Nasen. Ich persönlich bin ja aus der Familie der Nasenfetischistin und mir kann eine Nase ja nicht lang genug sein. Aber viele Mädchen, ja, ich liebe, ich stehe auf richtige Zinken bei Männern und bei Frauen. Ich liebe Nasen, das muss jetzt mal gesagt werden. Kommt da der Ausdruck nasaler Sex oder ist das noch was? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist es jetzt so, es gibt ja ein Profil beim Menschen und wenn der schöne, wenn diese, es gibt ja auch kranke Menschen, die sich die Nase wie Michael Jackson immer weiter zurückoperieren lassen, weil sie so heiß auf eine kleine süße Stupsnase sind. Und irgendwann spricht vielleicht der Schönheitschirurg im Profil bei einer verhunzten Operation von einer verlorenen. Warum macht ihr es denn so kompliziert? Die verlorene Spitze ist einfach das Abstumpfen einer Nase. Über die. Ja, das finde ich ganz schlau. Ja. Weil es gibt ja so Sachen, die sich am Körper unweigerlich weiter verändern, auch wenn das eigentliche Wachstum vorbei ist. Also zum Beispiel die Ohren. Ohren und Nase wächst ja weiter. Ja. Angeblich wie bis zum Schluss. Ja, der Knorpel, diese Knorpeldinger wachsen. Wie lange wachsen nach dem Tod ist, glaube ich, ein Gerücht, aber vorher schon. Nee, habe ich alles schon gesehen. Ja, alte Menschen haben doch so extrem lange Ohren. Wie Elefanten, so dumm. Gucken Sie doch mal in den Spiegel, Herr Balder, das sind ja. Was da unter deiner Matte durchhängt. Spiegel!
Es geht nicht mehr, er ist abgepudert worden. Ja. Ach, hör doch auf, Methusalix, wir haben sehr gelacht. Aber das ist ja tatsächlich so, dass sich dann vielleicht auch die Gestalt der Nase mit dem Altern ein bisschen verändert. Ich darf leider so nichts sagen. Aber wir sind im menschlichen Gesicht. Nase ist schon mal nicht verkehrt. Nase ist wofür sitzen Sie denn dann da, wenn Sie nichts sagen dürfen? Das war doch gerade wieder ein großer Artikel. Geht es doch wieder um Obelix. Es geht um die Sphinx, als der runtergerutscht ist, die Nase. Und dann war die Nase der Sphinx weg. Das war die Verlust. Oh, es gibt doch immer mehr Nasenspray-Junkies. Wir sind bei Spliss. Dafür oh mein Gott! Was ist das? Das ist das Abschliss in den Haaren, wenn Haare, was ist das? Ja. Das Abschneiden. Ist das nicht eine Band? Spliss? Ausgetrockneten Haarpartien. Nein, Nase ist doch, glaube ich, die richtige Fährte. Es gibt doch immer mehr Nasenspray-Junkies. Stand gerade wieder oh, bin ich. In der Zeit. Ich bin's. Ihr beide? Ja, wir beide. Habt ihr schon eine Selbsthilfegruppe gegründet? Ja. Und das ist ja so, dass sich die Schleimhaut innen drin immer mehr verabschiedet. Und dann am Ende, das Endstadium ist die sogenannte Stinknase. Man nennt mich schon liebevoll Schmocki-Stinknase. Wo man aus der Nase rausstinkt. Ja, jedenfalls. Aber ich versuche das ja in den letzten 15 Jahren Abhängigkeit mit Bipanthensalben und mit Salzsprays im Griff zu halten. Versuch mal. Was riecht das denn? Na, das möchtest du nicht wissen. Nein. Sie wollte nur an deine Nase. Wir wissen ja jetzt, was... Also ich werde es euch mal sagen. Es hat aber nichts Operation aufmachen. Ich sag's euch. Ihr seid ganz nah dran, aber ich sag's euch. Okay. Ja? Es kommt aus dem Tiefbau. Herr Balder, danke dafür. Herr Balder, ja. Das haben Sie sich nicht ausgedacht. Das steht auf dem Zettel, bringen Sie auf die Spur Gesicht. Aber wie gemeint, auf der anderen Seite muss man sagen, manche Schönheitsoperationen grenzen schon an Tiefbau. Also. Ich habe gedacht, heute ist Ostersamstag, ich mach's mal. Ist ein Fachbegriff aus dem Tiefbau. Bei Tiefbohrungen werden in einem ersten Schritt Eisenstangen ins Erdreich getrieben. Am vorderen Ende haben diese Stangen eine Spitze, die mit der Eisenstange so verbunden ist, dass sie beim Herausziehen der Stange im Geburtenloch stecken bleibt. Die Spitze geht also gewissermaßen verloren, daher Bohrung mit verlorener Spitze. Ah. Ja, ihr wart ganz nah dran. Ja, ja. Ganz nah. Jutta Quasten aus Aachen, 500 Euro für Sie. Gratuliere ich. Meine Damen und Herren, Sie sehen, manchmal muss es halt sein, ich mache es ja nicht immer so, ich bin ja nicht immer so gemein, aber manchmal muss es sein. Und das Glück können Sie auch haben, wenn Sie eine Frage einschicken an Genial daneben oder auch mehrere. 50616 Köln, unsere Postanschrift oder 01378 10F20, unsere Telefonnummer, wenn Sie anrufen möchten. Am einfachsten ist es natürlich, eine E-Mail zu schicken, fragen@genialdaneben.de. Ralf Wagner wohnt in Neutraubling. Liegt in Bayern. Ja. Neutraubling. Und Ralf Wagner möchte wissen, was ist die sogenannte Eisklasse? Oh, lecker. Eisklasse. Ich habe früher mal da gestanden und gesagt, zwei Kugeln Weltmeister, bitte. Weltmeister, wie süß. Weltmeister. Aber gab es denn Waldmeister-Eis? Ja, gab es noch. Ich habe letztens die Geschichte erzählt, neben mir war es einer, sagte, ach so, und was wolltest du wirklich? Ja, eben. Ich kenne nur Pistazie und Waldmeister kenne ich auch noch, ja. Waldmeister? Ja, es gab es auch vor dem Krieg schon. Ja, das ist richtig. Entschuldigung, wie war die Frage nochmal? Die Eisklasse. Eisklasse. Ich glaube, die Eisklasse ist einfach so eine Abschlussklasse in der Schule, wo schon nicht mehr geheizt wird, weil die eh bald gehen. Ja. Oder wo sich alle untereinander kommen aus dem Saarland, ne? Ja, und wo die Lehrer aussehen wie... Nee, das kannst du belegen. Wenn du Abitur machst, kann man ja teilweise so Hauptfächer belegen. Und das ist die Eis... Das stimmt schon, Schule, das ist die Eisklasse... Ich höre dir einfach nur zu. Das macht mich ein bisschen stutzig. Das ist die Eisklasse und die sind dann hauptsächlich auf dem Eis unterwegs. Auf dem Eis unterwegs. Er freut sich, dass er mal endlich mal einem in die Augen sehen kann. Das ist Es gibt doch bei Mercedes die S-Klasse und vielleicht hat Mercedes jetzt eine neue Eisklasse, die ausschließlich nach Sibirien. Oder Alaska. Ja. Nee, das ist immer noch die S-Klasse. Er war nur besoffen, als das weitergegeben hat. Die S-Klasse. Was ist die oder eine Eis? Was ist die sogenannte Eisklasse? Die sogenannte Eisklasse. Ja. Also es muss ja sozusagen irgendwie sowas sein, die Economy Class, Business Class, Eisklasse. Ja, also das finde ich gut. Das ist Flugzeugklasse, wo die Stimmung ganz eisig ist. Entweder das oder für Passagiere, die so alt sind, dass man sie besser kühl transportiert. Das finde ich gut.
Das ist sehr gut. Genau, die sind unten. Die sitzen unten im ungeheizten Laderaum. Das ist der ungeheizte Laderaum. Ist toll. Jo, wie ist das? Nein, du weißt jetzt die gar nicht mehr sitzen, sondern die liegen. Der ungeheizte Lagerraum. Ist das das? Die Eisklasse. Vielleicht gibt es ja wirklich bei Eis Klassifizierungen. Das ist ein besonders gutes. Entweder Speiseeis oder auch hier so. Also sagen wir es mal so, kleine Hilfe von mir. Ja, selbst wenn man nicht weiß, muss ich ehrlich sagen, könnte man drauf kommen. Danke, das ist echt eine Riesenhilfe. Jetzt ist es ja wohl klar. Ja, jetzt ist klar. Natürlich. Herr Baller, wir wissen, sagen wir es einfach. Komm, löse es schnell auf, dann ist das so. Noch eine Unterbrechung, alter Mann, und ich befasse mich noch mit meinem. Ja, pass auf. Nein, es gibt doch im Wintersport, gibt es doch auch Kategorien, wie gut der Schnee ist. Pulverschnee, verharscht, bababam. Und vielleicht gibt es eben bei Wettrennen, die auf dem Eis stattfinden, sagen die eine Klasse über das Eis aus. Ob das eine Klasse A, B, C und wie schnell eben dann ein Bob in so einer Röhre oder ob die diese Kunst... Eistänzer. Wie jetzt mitten im Satz? Stecker raus oder was? Nee, bei dem Blick. Kein Wort. Einige Akkus halten länger. Die Eisklasse. Ich hätte einen Lösungsvorschlag. Ja, bitte? Wow. Es handelt sich. Mach. Nee, jetzt du zuerst. Ich möchte jetzt, dass du vor mir etwas sagst. Eisklasse? Ja. Du bist dran. Können wir die zweimal auseinandersetzen, bitte? Das ist ja wie im Kindergarten. Bitte? Wir sind bei Schiffen. Die Eisklasse ist eine Schiffsmodellklasse, die durchs Eis fahren kann. Toll. Das sage ich so gelten. Richtige Antwort. Nein! Wenn Methusalem sagt, da kann man drauf kommen und Höckerchen kommt dann auch drauf. Passiert aber auch nicht immer. Ne, eben. Also ich werde euch mal sagen, was hier steht. Eisklasse nicht zu verwechseln mit Eisbrecher, das ist wieder was anderes. Zur sogenannten Eisklasse gehören alle Schiffe, deren Rumpf so stabil ist, dass sie gefahrlos durch Eisschollen gesteuert werden können. Wie gesagt, nicht zu verwechseln mit Eisbrechern. Bei Schiffen der Eisklasse handelt es sich um ganz normale Fracht- und Passagierschiffe, die aufgrund ihrer besonderen Bauweise auch durch Eisregionen schippern können. Richtig ich beantwortet. Zu einfach, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein gelungenes Osterfest dieses Jahr. Ja, geht sich gut einfach. Läuft sehr gut. Komm, jetzt mal was Schwieriges zu. Ja. Ach ja. Komm. Wir haben ihn. Ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt. Ralf, es tut mir wahnsinnig leid, aber das war richtig beantwortet. Nächste Frage kommt von Evelyn Brauer. Evelyn Brauer wohnt in Berlin. Und Evelyn Brauer möchte Folgendes wissen. Warum? Warum stehen seit Februar 2009, zwölf weiß lackierte Fahrräder in Berlin rum? Die Frage ist ja, warum die noch nicht geklaut wurden. Ich wohne in Berlin. Kleine Information, die Räder sind vollständig weiß lackiert, also auch Reifen und Sattel. Sie sind an Laternenpfähle oder andere Pfosten gekettet. 12 solcher Räder stehen seit Februar 2009 in ganz Berlin verstreut rum. Warum? Das ist bestimmt ein Mahnmal für irgendwas. Was ist passiert im Februar vor 60 Februar 2009 in diesem Jahr. Ja, aber im Februar vor 60 Jahren oder so. Das soll an irgendwas erinnern. Was ist 2004 passiert? An die weiße Rose. Ach, bitte. Wieso deswegen nicht? Fahrräder. Ja. Ja, das ist das Gegenargument von einer Organisation. Es gibt ja von der Bahn, gibt es ja glaube ich auch diese Fahrräder, die überall in der Gegend rumstehen, die man so mieten kann. Und das sind jetzt weiße Räder, damit man... Das sind wahrscheinlich diese Dinger von der Bahn, die immer geklaut wurden, als sie noch unten standen. Und jetzt werden die mit einem speziellen Mechanismus die Laternenpfähle hochgezogen und müssen dann extra wieder runtergeholt werden, wenn einer damit rum... Warum sind die weiß lackiert, auch die Reifen? Damit sie keiner findet. Was? Aber nee, die hatten diese Bahnen, diese komischen Bahnfarben, ne? Ja. Vielleicht ist es so, dass sie eine bestimmte Stelle markieren. Und zwar markieren sie die Stelle, wo kein Fahrrad stehen darf. Das ist gut. Da steht drauf, hier darf kein Fahrrad stehen. So, das passiert mit. Nee, oder das passiert mit Fahrrädern, die hier hingestellt sind. Ach, so ein Pranger. Und die hängen an so einem Galgen. Oder sind hart geflochten. Oder die hängen nicht, die stehen. Eine politische Aktion zum Beispiel von den Grünen, die sich bei der Stadt Berlin beschweren, dass nicht genügend Fahrradwege Dann wären es grüne Fahrräder, das sind aber weiße.
Es ist ja egal, ob die jetzt grün oder weiß ist. Es geht darum, weil weiß ist ja nun besser zu sehen als warum, weiß. Warum 12? Weiß für jeden Monat, eins. Ah, für jeden Bezirk. Es hat mit dem Monat, zu tun und es hat damit zu tun, dass das. Was? Die hatten damals schon Fackeln. Genau. Hat denn die für Zahl 12 jeden, eine ja, Bedeutung für die Auflösung? Für jeden der 12 Jünger einen. Und dann müsste noch ein 13 dabei sein, weil der Judas, das Judasrad ist platt. Die 12 Apostel sind mit dem Fahrrad gefahren. Das hängt allerdings, und da unten drunter liegen noch so Schrauben, weil das ist der Lohn des Verrats. Und dafür gibt es den 13, den, das Thaddäusrad. Aber so ein Fahrrad ganz oben so. Nee, bei. So zwei Räder und in der Mitte die Pedale treten. Nein, das habe ich nicht gesagt. Es ist schon okay. Heute an Ostern ist das alles nicht schlimm. Wir haben wieder Hoffnung. In ein paar Stunden ist er wieder da. Es sind die 12 Monate. Es hat mit den 12 Monaten zu tun. Nicht wahr? Nein. Doch. Nicht. Es könnte mit dem Tierkreiszeichen zusammenhängen. Mit den 12. So, Leute. Mit den 12 was? Tierkreiszeichen? Wer bist du? Ich bin Fahrrad. Was soll das? Ja, du bist Fahrrad, ich bin Quad. Fisch, such Fahrrad. Wer bist du? Ich bin Tretroller. Ich hab Fisch gehabt. Sternzeichen Bonanza. Ich bin im Jahr des Skateboards geboren. Ich bin Skorpion im chinesischen Tiger und in Berlin bin ich Fahrrad. In Paris bin ich Brokkoli. Oh, Hilfe. Ich darf nicht mehr so oft kommen, das bekommt mir nicht. Worauf ja noch gar nicht eingegangen wurde, oft ist so, in der Regel ist sowas doch Kunst. Ja, das hat hier nichts mit Kunst eine zu tun, gar nicht. Das wollte ich auch nachfragen. Hinweis, weil da ist nämlich gar nicht drauf eingegangen. Ist das eine Performance, Herr Balder? Von wem denn? Von einem Künstler. Ist doch egal, können Sie nicht mal sagen, ob es was mit Kunst zu tun hat. Ein Mahnmal, ein künstlerisches Mahnmal gegen Doping im Radsport zum Beispiel. Also Barbara hat ja schon ein Mahnmal gesagt, ganz am Anfang, vor 2-3 Stunden. Ach, du warst. Worauf sie nichts gesagt hat. Nicht schlecht. Ist das die Stelle, an denen Fahrräder... Warum 12? Weil an dieser Stelle 12 Fahrräder geklaut worden sind. An dieser Stelle. An der Laterne. Oder? An einer Laterne sind 12. 33 bis 45 waren das nicht 12 Jahre? Mahnmal ist natürlich immer mit irgendwas Traurigem verbunden, sonst würde man nicht mahnen. Deswegen kann es sein, dass bis Februar vielleicht 12 Fahrradfahrer in Berlin zu Tode gekommen sind auf dem Fahrrad? Ich lasse es so gelten, richtige Antwort. Also, eine Initiative des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Im Jahre 2018 12 Radfahrer Berliner Straßenverkehr tödlich verunglückt. Für jeden Toten wurde ein weiß lackiertes Rad aufgestellt. Die Aktion wird fortgesetzt. Für jeden Radfahrer, der in Zukunft auf Berliner Straßen tödlich verunglückt, wird ein weiteres weißes Rad aufgestellt. Die Idee stammt aus Amerika. Inzwischen gibt es das weltweit in über 60 Städten, in Deutschland nur in Berlin. So. Finde ich cool. Gut, das ist gut. Ja, habt ihr rausbekommen. Sehr gut. Also. Evelyn, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld. Es tut mir leid. So, wir haben ungefähr noch eine Minute Zeit bis zur nächsten Werbung. Wir könnten bis dahin ein bisschen plaudern. Oder aber ich stelle euch die Frage. So, und wir wissen es vor der Werbung. Finde ich gut. Oh ja, mach mal, vielleicht klappt's. Finde ich gut. Voran, alter Mann. Voran. Fragen. Schnauze Fury. Ja, so schaffen wir es nicht mehr. Okay, also Angelika Obirei aus Jettenbach, liegt in Bayern, möchte wissen, was sind Schmelzfalten? Weiß ich nicht. Herr Balder, das müssen Sie doch am besten wissen, was Schmelzfalten sind. Ich würde sagen, wir sind beim Gletscher. Absolut. Ja. Es ist genau die Furchen, die der Gletscher sozusagen bildet, wenn er den Berg langsam runterläuft. Genau, das ist irgendwas, was in der Eiszeit passiert ist und heute ist das natürlich Gestein. Heute ist es gefurcht. Und heute hat sich das in Stein gegraben und es ist, das ist schön, wenn der alte Mann seinen Gebissgag macht und man kann, den Elch davor angucken. Ich sehe sie nicht, Herr Balder, ich kann sie nicht sehen. Das Schönste ist, dass einige Leute da oben gedacht haben, gleich sehen sie wirklich die Lüllefeen, wenn er das Ding so rauszieht. Ja, dann denkt sie auch zu Hause drüber nach, was sind Schmelzfalten. Wir machen ein bisschen Werbung, sind dann gleich wieder bei Ihnen. Also, bis gleich. Da sind wir wieder immer noch bei der Frage von Angelika Obirei aus Jettenbach. Was sind Schmelzfalten? Bis jetzt ist noch nicht viel passiert. Von Schmelzfalten spricht der Konditor oder auch der Eishersteller. Ja. Also jede Form... Der Eistopf! Ist dir was in die Schmelzfalte gelaufen oder was? Du
Ich sehe ihn nicht, ich kann ihn nicht sehen. Ich habe den Fokus auf dem Elch. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich? Ja. So, also jetzt Schmelzfalten, Gil. Die Schmelzfalte. Also, Gletscher ist abgeschmettert worden. Brutal. Jede Form von Gesichtsoperation ist als ungültig erklärt. Ja. Und Kochen Niemand ist auch ausgeschieden. Richtig? Dann bin ich bei der Oberflächenbehandlung. Was ist los? Schmelzfalten werden benutzt, wenn man bestimmte Folien über Oberflächen klebt, dann entstehen Falten und die kann man durch Hitzebestrahlung wegschmelzen. Natürlich. Und so wie du guckst, ist das falsch. Stehst du heute Abend mit dem Föhn vorm Spiegel? Sehr, sehr, sehr dicke Menschen abnehmen, ist es ja so, dass das Fett verschwindet, aber die Haut bleibt ja. Dann bilden sich so Schürzen, genau, die man leider nicht abnehmen kann für den Moment. Und da das Fett ja im Grunde auch weggeschmolzen wird, nennt man das vielleicht, nennt man das. Kerzen. Hat es was mit Wachs zu tun? Nicht mit Wachsen, sondern mit Wachs. Also, dass, wenn die Kerze abbrennt, dass dann so diese, manchmal bei schlechten Kerzen, oder wie auch immer, dass dann so Falten auch entstehen, wenn die schmilzt. Wo entstehen die Falten denn? Im Wachs. Die besteht doch nur aus Wachs. Wenn der Kerze runter ist, ist das Wachs doch weg. Nein, nein. Manchmal außen bleibt das so und dann krisselt sich das. Das nennt man nie gemacht. So Kerze am Rand angebohrt, damit die dann so abläuft. Dann kann man das so nehmen, abbrechen. Man kann sich das über die Finger laufen lassen und sagen, oh, guck mal, wie mutig ich bin. Das ist nie gemacht. Bernhard hat immer Mädchen aufgerissen. Ja. Hallo, wo hat Strom? So. Sind wir im Straßen... Er weiß nur nicht, wie man es bedient. Ja. Sind wir im Straßenverkehr, wenn der Teer schmilzt bei hohen Temperaturen, spricht der Straßenbauer von Schmelzfalten. Schmelzfalten. Also sind wir auf der Straße, im weitesten Sinne. Ja. Nein. Ist doch manchmal traurig, so abgedichtet. Wenn du noch einmal sind wir auch in der Metallschmelze falsch? Nein, gar nicht. Von wem ist das Lied? Ach, das war Alfred J. Quack, die schlimmste Kindersendung aller Zeiten. Ach so, das Hermann ist von Feen. Eine schreckliche, schreckliche Holländerin, an diese doofe Ente. Eine kleine, tolle, süße Ente. Ich hab's gehasst. Wirklich. Toll. Ach, Hermann van Feen, großartiger Mann. Ganz großartig. Als sie einander 8 Jahre kannten und man kann sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. So, jetzt du. Also. Kleine, weil ich vorhin so gemein war, kleine Hilfe jetzt von mir. Ja, klar. Bis jetzt war alles falsch. Wenn wir dich nicht hätten. Hugo. Danke. Vielen Dank. Schmelzfalten. Meteorologie. Also. Wieso au? Das weckt Erinnerungen. Nee, das finde ich aber gut. Hier im Universum, Schmelzfalten. Also Meteorologie, Universum. Ja, so. Mach mal weiter. Du Klugscheißer, es hat mich aufgebracht. Es könnte so schwarze Löcher oder ich so. Ich bin kein Klugscheißer. Wenn zwei Universen zusammenstürzen. Oh Gott. Mach weiter, das ist gut. Ich fand schon Meteorologie zu Universum gut. Aber zwei Universen, die ineinander stürzen, das... IBG, habe ich jetzt gesehen. Gibt es bei Spiegel Online, habe ich das gesehen, dass zwei Universen ineinander stürzen, die sich begegnen... Galaxien, sag mal Galaxien. Galaxien. Ja, das stimmt. Galaxien. zwei Galaxien stürzen... Schmelzen. Aufeinander. Verschmelzen. Und so. Dann entstehen... Och, leck mich doch am Arsch. Zwei alte. Meteor hat mich auf die Idee gebracht. Lass uns mal wieder seriös werden. Mit den Metallen war das auch wieder brutale Irreführung. Mit wem? Mit den Metallen war das auch wieder Irreführung. Ist das vielleicht in der Hundezucht? Dass so ja, nee, es gibt doch Faltenhunde oder überhaupt. Oder der Welpe an sich ist so ganz putzig mit so ganz vielen Falten. Wer? Trifft der Welpe an sich. Trifft das Kind. Oliver Welpe. Ja, genau. Trifft dann das Kindchenschema beim Käufer, aber die Falten schmelzen, je größer das Hündchen wird. Und dann ist er nicht mehr so putzig. Ab ins Tierheim. Ich glaube, eine Schande. Wir sind nicht beim Hund. Aber wir sind bei Tieren. Ja. Ach, oh, Schmelzfalte. Ich möchte eine Schmelzfalte adoptieren. Am Körper, ist das sich so bei der Geburt? Nach der Geburt. Bei der Geburt. Das finde ich aber super.
Wollen Sie eine Katze oder einen Hund? Nein, ich hätte gerne Schmelzfarbe. Haben Sie da ein paar Junge, ein paar frische? Gucken nicht so. Aber es kann doch eine Falte am Körper sein, die so heiß ist, dass alles, was man da so reinlegt, Ich will das überhaupt nicht hören. Ich will das nicht. An Ostern will ich so etwas Nein. nicht im Kopf haben. Ich schon. Ostern, er kriegt das Bild wieder nicht aus dem Kopf raus. Also wir sind auch nicht in der Zucht im Sinne von Gene verschmelzen und dann gibt es irgendwie so eine Falte. Also es geht nicht um Gene. Meinst du, an Hugo hat man Gene verschmolzen, dass sowas Faltiges bei rauskommt? Geht es um verschmelzende Gene? Geht es um Zucht? Inwiefern jetzt? Nee, dann, wenn es da nicht drum geht, mache ich mir keine Mühe, alter Mann. Aber ist es etwas an einem Tier? Ja. Im Prinzip ja. So, und sind wir bei Geschlechtsorganen? Wo sind wir? Nein! Wie wär's denn mit Augen? Nein, mit Augen? Sag du's. Wir sind bei einem Insekt oder bei einer Spinne, die einen... Mach die Augen einen... auf, bitte. So. Kann ich dir gleich mal blinzeln? Ja. Ich habe das eben drin reingeschrieben. Da läuft gerade der Wikipedia-Artikel rauf. Jetzt hat ihn einer verändert, so eine Scheiße. Ich habe mich gerade verändert. Hattest du eine Idee? So, und zwar, ja. Raupen oder Spinnen, also Tiere, die Fäden erzeugen, haben im Körper das Ganze in Hartform. Und die Schmelzfäden. Was haben die? Das Ganze in Hartform! Mann! Hören Sie doch mal zu! Alle haben es verstanden! Akustisch, inhaltlich, alle! Wie beim Heißkleber. Ich finde das sehr besinnlich für Ostern. Ja. Ach so. Wie beim Heißkleber. Und in dieser Schmelzfalte löst das Tier irgendeinen Stoff aus in dieser Falte, damit es dann einen Faden bilden kann. Oder die Biene. Ja, genau. Ne? Der Spider-Man hat seine Schmelzfalte hier und so. Ja, genau. Er sucht seine Schmelzfalte. Das ist keine Schmelzfalte, das ist dir einfach nur aus dem Mund gelaufen. So, ich habe noch einen Ansatz, das Beuteltier an sich in Australien. Letzte Chance. Das Beuteltier an sich? Ja, irgendwas, was wie das Känguru sein Junges in so einer Falte transportiert. Aber das will er ja nicht hören. Eine Schmelzfalte. Irgendetwas Hartes wird weich in einer Falte. Ist es... Hört ihr eigentlich, was ihr redet? Okay, dann weiß ich's. Da sind die Bilder wieder. Tinnitus. Kühlschrank, Eisfach. Nein, das ist... Was hast du mit Eisfach zu tun? Wir sind in der Tierwelt. Bezeichnet der Biologe vielleicht die Schmelzfalte eine Ausbuchtung in einer Rinde, in einer Borke, wo sich das Insekt im Winter hinein... Oder in einer Pfote, damit ein Tier die Krallen ausfahren kann? Wird es euch helfen, wenn ich es euch sage? Ja, das wäre die Lösung. Gut, also Schmelzfalten kann man sehen, wenn man einem Gaul ins Maul guckt. Auf Pferdezähnen weist der Zahnschmelz nämlich faltenförtige Vertiefung auf, daher Schmelzfalten. Müssen wir mal ein Pferd reingucken. Oh, Zahnschmelz. Schmelzfalten. Zahnschmelz. Beim Pferd. Angelika Obirei, 500 Euro. Geh nach Bayern. Herzlichen Glückwunsch. So. Ja, das war's für Ostern heute. Morgen ist frei, übermorgen ist frei. Ist das nicht schön? Was macht ihr alle? Schön zu Hause bleiben? Singen. Warum bin ich so fröhlich? Ab wann darf man denn wieder Alkohol trinken? Ab 14 Uhr. Ich glaube um 14 Uhr. Heute oder morgen? Welche? 16 Uhr? Ab wie viel Uhr darf man Alkohol trinken? Nee, nach Ostern meine ich jetzt. Ich weiß es ja, dann nicht. Ist die Fastenzeit vorbei. Ostersamstag beginnt irgendwie, die Osternacht ist und danach kann man wieder. Danach, ja, gut. Die Fastenzeit endet mit der Wiederauferstehung unseres Herrn. Als hätte ich in meinem Leben schon mal gefastet. Natürlich. Meine Damen und Herren, Ihnen noch schöne Ostern bis nächsten Samstag. Tschüss.